bin Horst Diffland von der Diffland Backtechnik und der Fermenttechnik GmbH. Guten Morgen, ich bin die Sarah Steinhausen. Ich studiere Ökotrophologie an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg und mache momentan mein Pflichtpraktikum hier bei Diffland Backtechnik auf Teneriffa. Und im Rahmen meines Praktikums arbeiten wir gerade an einer Projektarbeit, in der wir untersuchen und auch in der Praxis testen, wie sich diese verschiedenen Vorteigssysteme auf die Teigeigenschaften und auf das Endprodukt Brot auswirken. Bei unseren anstehenden Tests begleitet uns diese kleine Miniaturanlage, eine Fermentieranlage, die 1:1 den Großanlagen nachgebaut ist. Sie kann alles, was die großen Anlagen, die draußen bei den Bäckern stehen, kann sie auch. Das Herzstück dieser Anlage ist der Teigbehälter, der liegt und nicht steht. Und darin verbaut ist ein Softrührwerk, das den Teig in Intervallen ähnlich bewegt, wie wir das von Hand auch kennen, wie wir Teige aufziehen. Die Anlage kann sowohl heizen und kühlen. In der ersten Phase machen wir die Erwärmung des Teiges in diesem Kessel. Darin ist eine Heizmatte verbaut. In der zweiten Phase, wo wir den Teig erhalten, wird über die Eisbank dann kaltes Wasser um 0 Grad durch die Anlage durchgepumpt und kühlt dann zuverlässig den Teig. In dieser Phase machen wir dann diese Ausquillung, diese enorme Viskosität der Teige. Wir machen hier drin jetzt unseren Quillfermentteig. Der wird dann auch Bestandteil unserer späteren Tests sein im Bereich unserer Brote, die wir dann hier noch herstellen. Wir haben gestern schon die Vorteige angefertigt. Wir haben die Vorteige so gestaltet, dass wir generell eine Abstehzeit von 18 Stunden haben. Und wir haben einmal die nicht sauberen Varianten gemacht. Das wäre hier dieser Vorteig Nummer 1. Das ist ein Dinkelpolisch. Wir haben ein Dinkelmehl 630 benutzt, in dem Fall von der Schwäbischen Alb aus dem Biosphärenreservat. Und das ist eine TA 200, 1% Hefe. Wir haben diesen Fermentteig angesetzt mit einer Temperatur von 30 Grad und der ist direkt in die Kühlung gegangen und hat jetzt eine Abstehzeit von 18 Stunden. Sieht sehr schön aus, hat schöne Gärblasen, wirkt auch stabil und das ist die Nummer 1 für nachher unseren ersten Teig. Die zweite Variante ist auch ein hefegeführter Vorteig, also auch ein sogenannter nicht sauberer Vorteig. Dieser unterscheidet sich zu dem ersten Polisch in der Form, dass wir den bei Raumtemperatur von ca. 20 Grad auch die 18 Stunden durchfermentiert haben. Er ist mehr verflüssigt, hat auch schon vom Geruch her mehr so einen gärigen Geruch und hat mehr Abbauprodukte, also von der Aromatik her eher ausgeprägter als die Nummer 1. Den Nummer 3 Teig, das ist ein Fermentteig. Hier haben wir Mikroorganismen, also eine Matre als Anstellgut eingesetzt. Auch immer TA 200 hier auch. Hier wurde auch 18 Stunden durchfermentiert, bei einer Raumtemperatur auch in diesem Bereich, 20 Grad. Er ist schon sehr stark abgebaut, wie man sieht, sehr flüssig und hat eine leichte, ja, ich sag mal Joghurtnote, ist aber doch schon arg verflüssigt und der pH ist auch schon abgesenkt unter 4. Unser Teig Nummer 4, Vorteig, das ist hier der Quellfermentteig, nenne ich den. Der wurde praktisch gesteuert nach pH. Das heißt, diesen Teig setzen wir mit einer Fermentationstemperatur von 30 Grad an. Der hat eine Abstehzeit etwa von 8 Stunden bei dieser Temperatur. In der Zeit bilden sich vermehren sich die Mikroorganismen und wir kriegen eine leichte Milchsäure und ab dieser Zeit wird dann gegengekühlt auf etwa 10 Grad. Da machen wir dann die Dextranbildung und im Gegensatz zu dem 2 und dem 3, beide sind ja gleich, nur dass hier gekühlt wurde. Und wenn wir uns den anschauen, wie wir den ziehen können, dann sehen wir schon, die Backleistung müsste hier deutlich besser sein. Für die vier verschiedenen Teige werden wir ein dasselbe Rezept verwenden, nämlich ein Dinkel-Lammbrot
Und der einzige Unterschied wird, wie eben schon gut erklärt, die verschiedenen Vorteige sein. Ebenfalls werden wir einen Teig entwickeln ohne Vorteig, nämlich dass wir das einmal von den Rezepten mit dem Vorteig unterscheiden können. Und das Dinkel-Lammbrot-Rezept besteht aus Dinkelmehl, Dinkel-Vollkornmehl, Dinkel-Vorbeiextrudat, Dinkel-Kartoffelflocken, Salz, Dinkel-Gluten, Dinkel-Kleie, Hefen, Minimo und Wasser. Wir werden heute 5 identische Teige machen. Einmal ein Teig ohne Vorteig und dann die 4 verschiedenen Teige mit den verschiedenen Vorteigen. Vorteig mache ich ganz kurz. Das ist jetzt schön auf Polisch. Wir haben ja insgesamt 1600 Gramm Vorteig. Jeder Teig wird insgesamt 12 Minuten geknetet. So, wie ihr seht, sind unsere Brote jetzt fertig. Die kommen jetzt aufs Blech und dann schieben wir sie in den Ofen bei 260 Grad mit wenig Dampf für ca. 60 Minuten. So, die Backergebnisse unserer gestrigen Arbeit liegen nun alle auf dem Tisch. Generell kann man sagen, wenn man so drüber schaut, das ist alles ganz ordentlich geworden. Die Rezeptur stimmt. Und wir haben hier auf der linken Seite die Nummer 1, das ist das hefegeführte Brot mit Polisch, also mit dem gekühlten Hefeteig. Wir haben hier an Nummer 2 auch die hefegeführte Variante, allerdings dann mit ungekühltem Vorteig. Hier liegt die Ferment-Variante mit durchfermentiertem Sauerteig. Hier haben wir die Variante mit dem Quellfermentteig. Und hier haben wir unsere Variante ohne Vorteig, sozusagen als Vergleichsmuster, die praktisch direkt nur mit Dinkelmehl gemacht sind. Alle Brote sind 100% Dinkel. Der Dinkel, wie gesagt, haben wir verwendet. Qualität von der Schwäbischen Alb. Sehr gute Qualität, muss ich sagen. Wir sind sehr zufrieden mit dem Volumen, mit allem. Ja, und wir können uns die einzelnen Brote dann mal anschauen. Vom Volumen her sieht man schon die Nummer 1. Schönes Volumen, toller Ofentrieb. Der nicht gekühlte mit leichtem Abfall etwas geringeres Volumen, geschwächelt nach hinten bei den ganz lang geführten Broten. Die mittlere Variante, die Nummer 3, da sieht man schon deutlichen Abfall des Volumens, zumindest mal jetzt optisch. Geschmack alles gucken wir uns später an. Hier wiederum sind wir bei tollem Volumen. Hier ist es sogar so bei dem Quellfermentteig, dass wir bei den lang geführten hier normales Volumen haben und bei der Übernacht-Variante hier nochmal eine Volumenzunahme sogar haben. Auch die ohne Vorteig waren recht stabil, ist aber auch der Tatsache geschuldet, dass die Teige auch ja lang geführt sind. Die Teigführung insgesamt ging ja über mindestens 6 Stunden. Ja, Sarah, dann würde ich sagen, gib mir mal die Nummer 1 an. Und dann das große oder das am besten gerade ganz vorne, die erste. Nummer kann man ruhig drauf lassen. So, dann fangen wir mal an,
von außen zu schauen. Volumen hier, ich sehe gut, die Brote sind alle 850 Gramm eingewogen, außer die hintere, die Langzeit über Nacht. Da haben wir praktisch die Restteigmenge aufgeteilt, die wiegen zu etwa ein Waage 650 Gramm. Also vorm Aussehen, hat schönen U-Vertrieb, ist rund, nicht zu rund, hat also eine stabile Form, sage ich mal. Die Kruste, ja, hier etwas ausgeprägt, kräftig gebacken. Wir können gerne mal auch den Klang noch einmal, die Kruste, also immer noch jetzt nach einem Tag, nach dem Backen, ist schon wunderschöne Kruste. Wir schneiden das Ganze dann mal durch. Schauen uns das innen an. Also für ein Landbrot, sage ich mal, eine schöne, nicht zu grobe Porung, aber eine schöne unruhige Porung, die so, dass man auch immer noch was schön draufstreichen kann. Geschmack, Geruch, Entschuldigung, ja, riecht sehr mild, hat eine ausgeprägte Kruste, hat eine gute Stabilität. Ja, Sarah, magst du auch mal dir das anschauen? Vielleicht mal was zur Grube sagen, ob du das so gerne essen würdest. Können wir nachher mal probieren. Ja, und also Bestreichbarkeit wäre hier sehr gut, also die Porung, wie gesagt, nicht zu extrem grob. Wir können uns jetzt aber... Also das Brot entspricht jetzt der Führung mit 40% polisch und hat ungefähr eine Teigruhe von 2 Stunden und ist dann noch einmal nach weiteren 2 Stunden in den Ofen gegangen. Wir schauen uns jetzt mal gleich aber noch diese Variante an. Das Brot hier war dann entsprechend über Nacht noch mal in der Kühlung. Das heißt, hier haben wir dann noch mal eine längere Abstehzeit und man sieht das natürlich gleich hier auch dann an der Porung, die jetzt natürlich wesentlich noch mal Richtung mehr grob, mehr unruhig geht, aber immer noch schön eine Speckigkeit hat, eine schöne Feuchte hat und auch eine tolle Kruste und auch immer noch eine gute Kruste. Und schaut ihr das auch mal an. Das geht dann schon so mehr so ein bisschen Richtung mehr Hochbrot, also mehr rustikal und mehr grobere Porung. Ja. Aber das ist wie immer Geschmackssache. Ich mag es gerne so, wenn es so ein bisschen noch mehr unruhig ist in der Porung. Aber auch die feine Porung nach der 2-stündigen Teigruhe würde ich durchaus für Landbrot so akzeptieren. Also eine sehr gute Qualität. Und ja. Kommt die grobe Porung durch die Abstellzeit? Die grobe Porung entsteht durch diese lange Führung, weil dann einfach noch mehr Abbau da ist und dann noch einmal mehr eine spontane Gasentwicklung auch beim Ofentrieb stattfindet. Ja. So, dann gehen wir mal gleich über auf die Nummer 2. Das ist dann, das hier war praktisch auch wieder die Hefeführung. 40% Mehl fermentiert mit 1% Hefe. Abstehzeit 18 Stunden bei einer Raumtemperatur von ca. 24 Grad. Der Vorteig hat auch immer noch ordentlich ausgesehen. Er hat vom Geruch her natürlich intensiver gerochen als der gekühlte Polisch. Hat so fruchtige Aromen gehabt, war also prinzipiell, ja, eigentlich auch noch, dass man sagen konnte, in Ordnung. Was vergessen. So. Hier haben wir mal das Bild auch von innen. Auch wieder ein wunderschön gleichmäßiges Brot mit einer, wie ich finde, sehr schönen, auch leicht schwammigen, leicht feuchten Krume. Ich habe hier gerne auch ausgeprägte Kruste. Was wir aber hier bei dem Brot schon feststellen müssen, die Varianten mit ja, sozusagen 2-stündiger Endgare sind für meine Begriffe sehr schön. Kruste, auch alles sehr schön. Wenn wir aber dann hier drauf schauen, das was dann über Nacht nochmal in die Kühlung gegangen ist, da sehen wir jetzt schon dann die ersten Schwächen am Brot. Hier ist der Ausguss nicht mehr so ausgeprägt.
der Boden ist schon leicht flach, also der Ofentrieb hat gänzlich gefehlt. Oder gänzlich gefehlt ist falsch, aber er war eben schwächer und das Volumen wurde nicht mehr erreicht. Hier mal nochmal reinschauen. So, also auch hier wieder durchaus die Übernachtführung, eine etwas unruhigere Bohrung mit mehr größeren Löchern, ungleichmäßig. Auch noch immer eine schöne Kruste, also das ist immer noch ein Brot, was man wahrscheinlich gerne essen würde. Aber im Vergleich zu der Nummer 1 natürlich schon hier doch sowohl im Volumen wie auch so von der Optik her und schon ja, leicht mit Schwächen oder mit abfallender Tendenz, sage ich mal. Dann gehen wir mal auf die Nummer 3. Hier sind wir jetzt beim Ferment. Also hier haben wir mit Mikroorganismen den Fermentteich gestern angesetzt. Die Führungen waren prinzipiell immer über 18 Stunden. Und hier ist es doch schon so, von der Optik her jetzt außen gesehen, dass wir doch im Volumen deutlich zurückgegangen sind. Das war auch zu erwarten, weil dieser durchfermentierte Fermentteig mit dem 630er Dinkelmehl, der war gestern, wo wir dann in die Teige hineingegangen sind, wo mit dem, nach 18 Stunden, bei einem pH-Wert von etwa 3,9, also der war dann schon zu sauer. Der war auch schon leicht verflüssigt. Also das spiegelt sich auch jetzt hier in der Optik wieder. Jetzt schneiden wir mal hier mal durch. Hier ist auch die nicht mehr so ausgeprägt. Man hört nicht mehr so, dass es eine Kruste hier ist schon Abbau. Die Krume ist relativ dicht. Hat auch eine leichte, doch mehr kräftigen sauren Geschmack. Sarah, bitte vielleicht auch mal prüfen. Mhm. Also wer Aroma mag, mehr Säure mag, durchaus noch im Rahmen. Aber für mich schon beinahe zu straff in der Krume, zu wenig Kruste. Die Kruste ist auch dünn, ne, im Vergleich, wenn wir uns das mal hier anschauen, haben wir hier doch eine ausgeprägte, hier eine eher dünne Kruste. Und wenn wir jetzt die Variante nehmen über Nacht, hier sieht man schon ganz stark den Abbau. Wenn ich da mal jetzt das hier dagegen halten, das sind beides gleiche Teige, nur anderer Vorteig, dann sieht man schon den Unterschied. Und jetzt gucken wir hier noch mal rein. Unruhige Porung, auch alles noch im Rahmen, wo man sagt, ich werde das Brot immer noch als verkaufsfähig ansetzen, aber im Vergleich zu den anderen sieht man halt trotzdem, dass die Qualität schon deutlich abgefallen ist. Hier auch eine schöne, noch stabile Krume. Bestreichbarkeit mit Sicherheit sehr gut. Hier ist die Kruste auch wieder ein bisschen mehr ausgeprägt. Und Geruch, ja, also riecht nicht sauer, aber schon kräftig. So, jetzt kommen wir zu unserer Quellfermentteig-Variante. Also, Quellfermentteig, da muss man immer so ein bisschen, das ist so meine Unterscheidung. Ein normaler Fermentteig wird, sage ich jetzt mal, wird in der Regel durchfermentiert, auch wird bäckertypisch so auch oft gemacht. Das heißt, man setzt mit dem Starter, wie hier beschrieben, den Fermentteig an und lässt ihn bei einer Temperatur, bei Raumtemperatur irgendwo im Raum stehen. Und nach 18 Stunden hat man dieses Ergebnis. Bei dem Quellfermentteig ist es halt so, dass wir den halt A, pH gesteuert und Temperatur gesteuert machen müssen. Wir haben etwas mehr Aufwand, aber für mich die Königsdisziplin. Und das spiegelt sich hier auch so in der Optik schon deutlich wieder, weil wir brechen bei dem Quellfermentteig die Fermentation etwa bei einem pH von plus minus 5 ab und fangen dann an gegen zu kühlen. Und wir haben dann einmal am Anfang diese milde Milchsäure gebildet, hören aber beim pH 5 auf und machen dann die Ausquillung, die Dextranbildung über die Kühlung. Und dadurch haben wir eine enorme Viskosität und kriegen da eine sehr hohe Stabilität in den Fermentteig rein. Und das spiegelt sich natürlich hier im Brot wieder.
schneiden wir mal an. So. Also die zweistündige Variante auch hier schon schön mit ordentlicher, schöner, ungleichmäßiger Bohrung und schön feucht, Kruste, sehr auch immer noch ausgeprägt. Ich probiere das hier noch mal an dem Brot. Ja, man hört das schon, also sehr kräftige Kruste. So, bitte auch mal noch mal drauf schauen. Und jetzt gehen wir mal hier. Und hier ist jetzt im Gegensatz zu der stark fermentierten Variante, hier zu der Quellferment-Variante, sind unsere Brote über Nacht eher noch besser geworden, noch mehr im Volumen ausgeprägt. Eine schöne Form immer noch, also immer noch eine stabile Form im Ofen, schön hochgezogen. Und auch hier natürlich enorme Kruste auf dem Brot. Ja, und hier haben wir natürlich jetzt schon nochmal eine ausgeprägtere, mehr gröbere Porung mit einer sehr tollen Kruste hier außen und schön weich, fluffig, ganz milder Geruch. Ja. So, vielleicht magst du auch nochmal schauen. Könnte unser Lieblingsbrot werden. Ja. Ne? So, dann haben wir noch schlussendlich unsere Variante ohne Vorteig. Damit wir mal überhaupt einen Vergleich haben, wie sieht es aus mit oder ohne Vorteig. Weil, das schauen wir uns mal an. Also optisch ist das Brot auch ordentlich, kann man also nicht meckern. Die Kruste ist nicht so ausgeprägt jetzt wie bei der Variante mit Quellfermentteig. Ja, und hier drinnen, das ist ein ordentliches Brot, hat aber eine relativ straffe Krume, immer noch unregelmäßig geporet, aber eine schöne Porung für ein Landbrot, sage ich jetzt mal. Ja, ist ein gutes Standardbrot, aber halt nicht mehr und nicht weniger. Also, was meinst du? Wir gucken uns mal noch die Langzeitvariante an, über Nacht. Da wird es dann ein bisschen besser, weil wir natürlich jetzt viel mehr normal Endgarzeiten haben. Ja, also es geht auch, das Brot kann natürlich auch nicht schlecht sein, auch ohne Vorteig, aus dem einfachen Grund, weil das ja teilweise auch sechsstündige Teigführung ist. Ja, also von daher ist das schon ein Brot, was absolut verkaufsfähig ist und gut ist. Aber im Vergleich, wenn ich das mit hier sehe, sind das doch schon Unterschiede. Und die Wahrheit hier, denke ich, die kommt erst so nach 2-3 Tagen, wenn wir nochmal nachprüfen, dass wir von der Frischhaltung hier dann deutlich wahrscheinlich eher im Minus sind. Ja. Ja, das mal kurzer Überblick. Dann gehen wir jetzt noch mal ans Wichtigste eigentlich, an den Geschmack, wie uns die Brote schmecken, ob sie schmecken. Auch da fangen wir jetzt wieder bei unserem Einser an, bei der Variante mit Polish. So, dann probieren wir mal die Krume. Ja, schmeckt sehr mild. Sehr mild. Hat fast kein Aroma. Aber ja, doch, Aroma ist schon da. Wenig Säure, aber Aroma hat es schon. Naja. Also, könnte besser sein. Ja. Okay. Bisschen Schmack, das muss es ja haben. Ne? Ja, aber es hat schon. Wie würdest du das Aroma beschreiben? Als mild. Klar. Wenig Säure. Aber es hat was. Also es schmeckt schon gut. Man kann es auch sogar ohne Belag gut essen. Also von daher finde ich das schon
wir müssen ja schauen, wo wir herkommen. Wir haben hier 100% Dinkel helles Brot. Mhm. Da können wir jetzt nicht Säure und alles erwarten wie beim Vollkornbrot. Aber ich finde, von der Aromaseite her sehr gut, wenig Säure, so gut wie keine. Mhm. Und du sagst, ein bisschen mehr Schmackes wäre besser. Okay, dann lassen wir das mal so im Raum stehen. Dann nehmen wir mal unsere Nummer 2. Auch wieder Hefevorteig. Allerdings nicht gekühlt, sondern bei Raumtemperatur fermentiert. Da hatte zumindest mal schon der Vorteig etwas mehr Aroma und Power. War allerdings auch schon ein bisschen verflüssigt. Also von daher riecht vielleicht ganz leicht ausgeprägter. Hat aber eher was Trockenes beim Kauen. Diese schöne Feuchte von 1 fehlt. Und hat hinten, nach hinten eine ganz leichte Säurenote. Also etwas kräftiger in der Säure, aber irgendwie einen trockeneren Touch, so von der Krume her. Nicht so schön feucht, schwammig. Mhm. Bin ich ganz deiner Meinung. Okay. Dann gehen wir mal auf die 3. Also wieder der, diesmal den Fermentteig, der leicht übersäuert war, also ohne Kühlung. Beim Schneiden merkt man hier schon, dass wir eine relativ kompakte, dichte Krume haben. Das spiegelt sich natürlich in der Porung ja auch wieder. Bitte schön. Hier hat man sofort mehr Brotaroma, also mehr kräftig. Die Krume hat auch Widerstand beim Kauen. Mhm. Ich will nicht sagen bald, aber kurz davor. Übergang ist es sehr sauer. Ja, und es kommt dann sauer. Mhm. Also eine, durchaus eine ordentliche Säure. Für meine Begriffe, für ein 100% Dinkel, helles Dinkelbrot, etwas zu sauer. Mhm. Das dürfte sich dann bei dem hier noch verstärken, bei der langgeführten Variante. Also wer ein ausdrucksstarkes Brot möchte, ja, kann man nehmen. Aber von Art typisch würde ich sagen, für Dinkel ist es nicht mehr. Schmeckt eher wie so ein Weizen-Mischbrot. Und dann, ja. Mhm, im Nachgeschmack. Im Nachgeschmack Abgang praktisch dann zu sauer. Okay. So, dann kommen wir hier mal auf unsere Quillfermentteig-Variante. Das riecht jetzt schön rund, finde ich. Hat auch eine bisschen straffere Krume, aber durchaus mehr feucht. Nicht trocken und hat Ausdruck. Und nach hinten hinaus nicht so sauer wie das. Nicht so sauer. Ja. Okay. Ja. Tolles Aroma. Schmeckt gut. Ja. Gut, ja. Viel Aroma.
auf jeden Fall keine Säure. Und ja, nichtsdestotrotz probieren wir das nochmal in der langen Variante. Magst du auch nochmal probieren? So, das ist dann die über Nacht geführte Variante, gleiche Vorteig, Quellfermentteig. Ist eher noch lockerer. Also hier hat sich bestätigt, dass die gebremste Säure, die wir halt ja, durch Gegenkühlung verhindern, dazu führt, dass wir bei der Übernachtführung immer noch eine hohe Stabilität auf Endgare haben, starken Umvertrieb und immer noch nicht zu sauer sind. Also Nachsäuerung hat auch nicht stattgefunden. So, dann noch unsere ohne Vorteig-Variante. Man merkt hier schon beim Schneiden, dass das ja, so ein weicheres Brot ist. Ne? Ist ja praktisch mit den anderen zusammen im Ofen gebacken und hat aber auch eher so gefühlt für mich so eine Art Mischbrotcharakter schon von der, vom Durchschneiden her. Krumme, straff. Etwas trocken. Bisschen. Ja, und null Aroma. Mhm. Oder? Mhm. Wirkt total trocken. Mhm. Jetzt schon, nach einem Tag. Mhm. Ja. Also jetzt merken wir deutlich, warum wir Vorteig verwenden. Mhm. Mit Abschluss des Trockens. Fällt geschmacklich total ab. Ist zwar nicht sauer, kann es ja eigentlich auch nicht, weil ja keine Säure drin ist. Aber es hat. Schmeckt langweilig. Im direkten Vergleich zu allen anderen Broten, ja, schmeckt es langweilig. Ja, also auch geschmacklich, denke ich, haben wir jetzt einen Überblick bekommen. Und wenn wir jetzt ein Resümee noch vielleicht ziehen wollen, würde ich sagen, Favorit wirklich in jeglicher Hinsicht eigentlich unser Quellfermentteig. Unsere Nummer 4 mit Quellfermentteig. Da kann man nur sagen, ja, das wäre die Nummer 1. Und aus unserem Test heute geht ganz klar hervor, die Quellferment-Variante ist wirklich ja, die Königsdisziplin der Vorteige. Etwas mehr Aufwand natürlich. Ihr könnt das natürlich auch händisch machen. Man macht einfach einen Fermentteig mit einem Starter. Man kann entweder ein Direktstarter-Pulver nehmen. Firma Deflat Backtechnik hat sowas zum Beispiel. Dann hat man die wenigste Arbeit und macht das jeden Tag praktisch immer als Neuansatz. Man kann aber auch genauso gut sich eine Madre herziehen oder man nimmt vom betriebseigenen Vollsauer einfach 1% als Anstellgut, setzt das einmal an mit 30 Grad, hält diese Temperatur etwa 6 bis 7 Stunden bis zu einem pH von ungefähr 5. Und dann stellt man das in die Kühlung und wenn man es zwischendurch also mal noch durchrührt, dann hat man eigentlich auch händisch die Möglichkeit, einen perfekten Quellfermentteig zu machen. Wir haben den jetzt hier in unserer kleinen Fermentia gemacht, so eine kleine Laboranlage, wo wir das genau dann gesteuert haben. Man muss praktisch nur thermisch steuern und über die Zeit steuern und den pH beachten. Ansonsten die anderen Brote. Die Nummer 1 auf Augenhöhe würde ich sagen, fast, wenn wir das jetzt auch nochmal nebeneinander legen. Wir legen gerade mal die beiden Brote nochmal. Dann sehen wir, dass die beiden sich optisch nicht viel geben.
Die Nummer 1, die hefegeführte Variante, ist vielleicht nochmal einen ganz kleinen Tacken vom Volumen her größer wie die Quillfermentteig-Variante. Aber ich würde sagen, das hat keine Bedeutung. Und das wäre für mich die Nummer 2. Geschmacklich etwas weniger ausdrucksvoll, aber immer noch im schönen Rahmen, feuchte Krume, geschmacklich auch überzeugend, sehr mild, milder wie dieses hier. Also hier etwas ausdrucksstärker, aber hier vielleicht noch ein Tacken mehr Stabilität beim Ofentrieb. Das wären so vielleicht die kleinen Unterschiede, die es zu sagen gibt. Abfallen tut dann schon die Nummer 2. Eben, weil da schon mehr Abbau im Teig vorhanden ist, durch den starken ungebremsten Hefetrieb. Die Nummer 3 fällt für mich ein Stück weit durch, weil sie zu stark den Charakter des Brotes verändert. Also dieses durchgesäuerte Fermentsystem funktioniert sehr gut im Bereich Vollkorn, würde ich aber im hellen Bereich so nicht verwenden wollen. Und wenn ihr Fermentteig machen wollt ohne Gegenkühlung, gerne ja. System eigentlich gleich, 1% Starter. Die 18 Stunden würde ich nicht nehmen. Ich würde das eher auf 14 bis 15 Stunden begrenzen in der Durchsäuerung und würde vor allem dringend den pH kontrollieren und messen. Also ihr müsst schauen, dass ihr im pH-Bereich mindestens über die 4 kommt. 4,2, 4,3 wäre gut. Dann wäre das auch ein besseres Brot. So ist es leider zu sauer und geht mehr Richtung Charakter eines Mischbrotes. Beim Fünfer ohne Vorteig, ganz klare Ansage. Optisch ja, alles okay, ist auch durchaus ein Brot, wo man, ja, verkaufsfähig ja, aber im direkten Vergleich muss ich wirklich sagen, kann man ohne Vorteig backen? Ja, man kann, aber es macht keinen Sinn. Weil das Brot ist im direkten Vergleich total nichtssagend, trocken und bringt kaum was an Geschmack-Aroma rüber. Also es ist ja eigentlich zu neutral und man hat auch keinen schönen Kaueintrag, zumindest wenn man es direkt im Vergleich hat zu den Vorteig-Varianten. Sarah, möchtest du noch was zu unserem Test sagen? Ich bin ganz deiner Meinung. Okay. So, heute sind wir noch mal einen Tag weiter. Unsere Testsieger von gestern liegen noch hier. Die anderen Brote haben wir mittlerweile ja, aussortiert. Wir haben noch unser 1er Brot mit dem Polish und wir haben unser 4er Brot mit dem Quellfermentteig. Die Brote sind jetzt heute 2 Tage alt und wir wollen jetzt einfach mal sehen, wie weit ist das von der Frischhaltung her immer noch gut. Gibt es jetzt vielleicht noch stärkere Unterschiede, die wir noch feststellen können, und das probieren wir jetzt einfach mal aus. Wir gehen mal hier in ein Schneiden nochmal durch. Schauen uns die Krume an. Also die ist auch heute am zweiten Tag noch wunderbar feucht und frisch und hat immer noch eine gute Verzehrsfähigkeit. Anders kann man das nicht sagen. Und hier kommt ein tolles Aroma, mehr noch als direkt gestern am ersten Tag. Also 2 Tage altes Brot, 100% Dinkel, helles Mehl, also 630er Type. Da kann man wirklich, was die Frischhaltung anbelangt, nicht meckern. Wir haben ja keinerlei Backmittel, die uns da irgendwie über die Enzymtechnologie frische machen würde. Das haben wir alles gemacht, nur mit Vorteig, in dem Fall mit dem Quellfermentteig. Die Rösche können wir auch nochmal prüfen. Immer noch, auch Tag 2, eine schöne knackige Kruste. Dann schauen wir mal beim Dinkel-Polischbrot. Auch hier immer noch eine ordentliche gute Kruste, die auch immer noch schön knackt, also noch nicht weich ist, nicht zäh ist. Auch hier das gleiche schöne Porenbild. Hier beim Aroma,
ja, ist milder. Also man hat hier direkt so eine leichte, mildsäuerliche Joghurtnote beim Quellfermentteig. Und hier eine leichte Fruchtigkeit, aber nicht die Aromastärke, wie wir sie hier empfinden. Also es ist hier ein kleiner Abfall von Aroma. Die Frische würde ich ähnlich einstufen, wobei hier die Feuchte noch etwas besser fühlbar ist. Wobei das gibt sich auch nicht viel. Also ich würde Unterschiede wirklich im Moment nur festmachen wollen bei Aroma, Geschmack. Da sind wir hier noch ein kleiner Ticket vorne und hier im gleichen Level. Auch was die Frischhaltung anbelangt, würde ich sagen, auf gleicher Augenhöhe. Also beide Brote, kann man sagen, mehr oder weniger perfekt. Beide Systeme würde ich jetzt so vergleichen, dass wir vielleicht mit der Quellfermentteig-Variante einen kleinen Vorsprung haben im Bereich der Frischhaltung, der Feuchte, der Aromatik. Dafür sind wir hier einen kleinen Tick vielleicht besser bei der Volumenausbeute, gibt sich aber auch kaum etwas, sind auf einem ähnlichen Niveau. Und von daher sage ich mal, beides Brote unseres Herzens, die kann ich nur empfehlen. Ihr könnt euch also entscheiden, einmal für die Polish-Variante, einmal für die Quell-Ferment-Variante. Mein Liebling ist immer noch hier, weil ich hier etwas mehr Aroma-Geschmack habe. Wer es aber einfacher möchte und vielleicht noch ein bisschen mehr Sicherheit im Teig haben möchte, kann sich durchaus auch für die polische Variante entscheiden. Das Rezept der Versuchsreihe haben wir in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr könnt das gerne mal nachbacken. Während unserer laufenden Tests haben wir ein zweites Mal alle 5 Rezepturen nochmal durchgebacken und haben uns nochmal angeschaut, ob das, was wir bis jetzt ermittelt haben, auch alles so nochmal reproduzierbar ist. Und das hat weitgehend auch so ganz gut funktioniert. Wir haben die Rezepturen alle ganz gleich gemacht, mit dem kleinen Unterschied bei der Variante 4, also Rezept 4 mit dem Quellfermentteig, haben wir diesmal den Quellfermentteig händisch geführt und nicht unsere kleine Laboranlage benutzt. Vielleicht ein weiterer, noch geringer Unterschied. Wir haben diesmal eine komplette Langzeitführung gemacht. Das heißt, wir haben nach 2 Stunden Teigruhe aufgearbeitet und dann alle Teiglinge in die Kühlung über Nacht gebracht, etwa 18 Stunden nochmal bei etwa 4 Grad. Die Ergebnisse haben alles bestätigt, was wir bis jetzt schon eigentlich wissen. Von dem Volumen her ist das in etwa alles auch gleich geblieben, mit vielleicht ganz kleinen Unterschieden. Wir haben hier die Nummer 1, die Rezeptur mit dem hefegekühlten Vorteig, also dem Polish. Der hat eine Volumenausbeute etwa 2600, war ja immer in der Spitze und das ist er auch jetzt so in etwa geblieben. Wir haben bei der Nummer 4 Variante, also bei dem Quell-Ferment-Teig, auch etwa 2600 Volumen. Das gibt sich also nicht viel oder gibt sich eigentlich gar nichts. Das ist alles im Bereich der Misstoleranzen. Und wir haben einen leichten Abfall bei der zweiten Variante, der praktisch nicht gekühlte Hefevorteig. Hier haben wir noch 2300 Volumen, also der fällt dann doch schon leicht ab, auch wegen der dann langen Führung über die Kühlung. Und noch stärker abfallend ist dann unsere Ferment-Variante, die nicht gekühlt wurde, die halt einen relativ tiefen pH-Wert hat. Da liegen wir jetzt dann bei 2000 Volumen. Die Volumenmessung haben wir einfach über eine Verdrängungsmessung gemacht und haben dieses Volumen, ist praktisch die Angabe in Milliliter, per Brot 750 Gramm Backgewicht. Wir haben nochmal die Krume uns vielleicht bei allen Broten angeschaut und wenn Sie hier mal nochmal drauf schauen, gerade durch die jetzt nochmal längere Führung haben wir eine wunderschöne, unruhige Porung, die schön feucht ist. Das ist jetzt wieder unser Quellfermentbrot. Ja, also ich finde, ist perfekt. Es ist von der Aromatik
wie gehabt und hat einfach eine schöne schnittfeste Porung und eine schöne Feuchte. Dieses Brot, das kann man, obwohl es praktisch ein helles Mehlbrot ist, auf einer Type 630 basierend Dinkelmehl, hat das garantiert eine Frischhaltung von mehreren Tagen. Ja, ich gebe dann noch einmal zurück zum Tisch und Sarah wird dann noch ein paar weitere Erklärungen abgeben. Genau, also wir wollen jetzt einmal kurz ein kleines Fazit machen. Es ist nämlich wichtig zu bemerken, dass wir nach dem DLG-Prüfschimmer gearbeitet haben. Das ist ein Prüfschimmer für Brot. Und da fließen eben einige Kriterien mit ein. Wir haben nach dem Kriterium Form und Aussehen bewertet, nach der Oberflächen- und Krusteneigenschaften, nach der Lockerung und dem Krumenbild, der Struktur und der Elastizität und zu allerletzt natürlich nach dem allerwichtigsten Kriterium, nach dem Geruch und nach dem Geschmack. Das ist das Kriterium, das auch mit am stärksten gewichtet wird in dem DLG-Prüfschimmer. Und da genau, haben wir eben das Erkenntnis gemacht und sind auch der gleichen Meinung, dass das Brot Nummer 4, also unser Fermentteig, Vorteig, der gekühlt war, das beste Brot war und ist. Genau, vor allem durch das Aroma, was es bekommen hat und auch die Frischhaltung, sind wir da ganz klar der Meinung, dass es unser Sieger ist. Ja. Hast du noch was Kleines zu sagen? Danke. Ja, kann nicht widersprechen. Nee, es hat sich tatsächlich so herauskristallisiert, dass es tatsächlich so ist. Wir haben bei dem Quillfermentteig einfach das beste, abgerundeste, schöne Aroma, diese milde Joghurtnote. Das finde ich auch persönlich sehr gut und schön. Und von daher hat das alles ja, gut gepasst. Und wie gesagt, hier nochmal die Bestätigung, dass das auch so nochmal hier ja, im zweiten Backtest sozusagen nochmal ja, ganz klar herausgearbeitet wurde. Ja, ich bedanke mich nochmal bei dir, Sarah, für die tolle Zusammenarbeit. Hast du gut gemacht. Was hast du so als generelle Erkenntnis vielleicht für diese jetzt 3-4 Tage, die wir hier am Werkeln waren, mitgenommen? Oder kannst du für dich da was mitnehmen? Ja, das kann ich. Nämlich, dass das Backen mit Vorteigen für Bäckereibetriebe immer die erste Wahl sein sollte. Denn wir haben klar gesehen, dass bei unserem Brot ohne Vorteig, vor allem bei der Frischhaltung, das ist am nächsten Tag schon, also die Krume war schon ziemlich hart. Und da haben wir eben den Unterschied bei den Broten mit Vorteig ziemlich stark gesehen, dass die eben auch am nächsten Tag, also nach 2-3 Tagen, noch ziemlich frisch waren, man die noch gut essen konnte und auch ein gutes Aroma hatten. Ja. Ja, tolle Erkenntnis. Da kann ich mich nur auch wieder anschließen. Ja, wie man so schön sagt, kann man ohne Vorteig backen. Ja, man kann ohne Vorteig Brot backen, das ist richtig. Aber dort nach unserer beider Meinung ist es eigentlich sinnlos. Wir sollten uns wirklich als Handwerksbäcker mit Vorteig dringend auseinandersetzen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir würden uns freuen, wenn wir uns mal wieder sehen. Wir werden in Zukunft auch noch andere Rezepte mal zeigen und natürlich immer alles mit Vorteig. Und vielen Dank fürs Zuschauen.